In diesem Video beantworte ich eure Fragen zu meiner AIDA-Reise. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem Q&A zu meiner AIDA-Reise. Ja, ich werde das Q&A wahrscheinlich vor den Vlogs hochladen, glaube ich zumindest. Aber die Vlogs kommen auf jeden Fall noch zur Reise, wo ich euch bei jedem Hafen mitnehme und auch ein bisschen an den Seetagen. Und genau, es gibt noch einen Schiffsrundgang und ein Moni-Zeigmal von AIDA Bella. Also ja, es kommt noch genug AIDA-Content, aber ihr habt mich ja fleißig auch auf Instagram in meinen Stories verfolgt. Und einige Fragen kamen schon während der Reise und einige Fragen habt ihr mir jetzt noch über Instagram, über die Story geschrieben. Ich habe eine Fragebox reingepackt in die Story und da kamen echt einige Fragen. Also ich habe es auch separat gehalten zu den Disney-Parks und AIDA. Und das Interesse auch an der AIDA-Reise war sehr, sehr groß, wie ich auch jetzt wieder auch in den Fragen gesehen habe. Und ja, die beantworte ich gerne. Es sind generelle AIDA-Fragen, auch spezifisch zu der Reise. Nochmal zur Reise. Wir sind von Bangkok nach Shanghai gefahren mit AIDA Bella, 2 Wochen. Und genau, da quatschen wir jetzt so ein bisschen drüber. Ja, gefallen dir die kleinen oder die großen AIDA-Schiffe besser? Das habe ich auch gesagt beim Schiffrundgang. Mir gefallen die kleinen Schiffe tatsächlich ein bisschen besser. Ich war letztes Jahr 2 Mal auf der Cosma, was das größte Schiff ist von AIDA, und jetzt auf AIDA Bella. Und ich finde die kleinen Schiffe einfach praktischer. Man läuft nicht so viel, man hat alles, ist ein bisschen alles kompakter und man hat auch nicht so ganz so viele Menschen. Klar, auf den größeren Schiffen hat man den Vorteil, man hat viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Restaurants, wo man essen kann und auch viel mehr Aktivitäten und so weiter. Das hat man bei den kleinen Schiffen nicht. Das war so das Erste, was ich auf AIDA Bella so gemerkt habe. Ich so, oh, hier gibt es ja nur 3 Buffet-Restaurants so und sonst nicht so wirklich viele noch Spezialitäten-Restaurants und so weiter. Und das war so das Erste, wo ich dann so den krassen Unterschied gemerkt habe, dass es nur 3 Buffet-Restaurants gab. Ja, aber mir gefallen die kleinen Schiffe ein bisschen besser. AIDA Bella im Vergleich zur Cosma. Ja, das ist auch nochmal zu den großen und kleinen. AIDA Cosma hat natürlich viel mehr zu bieten, also es ist auch moderner. Das habe ich auch gesagt bei AIDA Bella bei einem Rundgang. Man sieht dem Schiff leider das Alter ein bisschen an. Aber es wurde ja auch bekannt gegeben, dass AIDA Bella und auch die Schwesterschiffe renoviert werden und auch neue Kabinen bekommen. Das wird, glaube ich, der AIDA Bella auch ganz gut tun. Ansonsten, wie gesagt, Restaurantauswahl auf AIDA Cosma viel größer, auch die Bars und was sonst noch so geboten wird an Entertainment. Und was auch noch unterschiedlich ist, ist, dass auf AIDA Cosma die meisten Pools Indoor sind und auf AIDA Bella ausschließlich Outdoor. Das heißt, wo wir jetzt gegen Ende in den kälteren Regionen waren, war nichts mit Baden. Auf AIDA Cosma, wenn es kalt ist, kann man auch innen drin baden gehen, weil es auch schön warm ist. Aber dementsprechend ist es dann da auch sehr, sehr voll, weil der Platz in AIDA Cosma ist auch sehr begrenzt. Würdest du die Reise empfehlen, nochmal machen? Also nochmal machen würde ich sie nicht, weil ich sie jetzt schon mal gemacht habe und ich nicht der größte Fan bin von nochmal derselben Route. Aber eine ähnliche oder andere Asienroute würde ich auf jeden Fall nochmal machen und ich würde die Reise auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Es war eine richtig tolle Destination, so viele verschiedene asiatische Länder, die wir kennenlernen durften. Und ja, dieselbe Reise würde ich nicht nochmal machen, ich kann sie aber auf jeden Fall weiterempfehlen. Wie abwechslungsreich ist das Essen auf AIDA Bella? Ja, das war so ein kleiner Kritikpunkt, den ich, muss ich sagen, hatte, war das Essen. Das fand ich jetzt nicht ganz so abwechslungsreich, weil ich halt sehr verwöhnt war von AIDA Cosma, von den verschiedenen Restaurants und auch Spezialitätenrestaurants. Man hat immer was zu essen gefunden. Das ist auch immer jetzt Meckern auf hohem Niveau. Es gab jeden Abend Themenabende in den Buffet-Restaurants zu verschiedenen Ländern und dementsprechend gab es da auch was zu essen. Das Marktrestaurant, was halt das beliebteste Restaurant ist, war dementsprechend auch immer voll. Und was auch wieder der Unterschied ist, war zu Cosma. Im Marktrestaurant gab es 2 Uhrzeiten.
Eine Uhrzeit um 18 Uhr und die andere um 20 Uhr. Und zwischendrin wurde das Restaurant komplett geleert. Und das fand ich auch ein bisschen, also finde ich ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Wie kann man den Spa-Bereich nutzen? Stündlich oder auch den ganzen Tag? Man kann den Spa-Bereich auch stündlich nutzen. Das hat meine Mama gemacht für, ich glaube, 3 oder 4 Stunden einmal. Kann man sich da auch in das Spa einbuchen. Man muss nicht den ganzen Tag drin bleiben. Ist der Flug bei einer AIDA-Reise mit dabei? Kommt drauf an, wenn ihr es bucht. Also es gibt die Möglichkeit, den Flug mit der AIDA direkt zu buchen oder auch Individualreisender zu sein, so wie wir es waren. Weil der Flug für diese Reise mit der AIDA war so unglaublich teuer. Ich glaube 1.500 oder 2.000 Euro pro Person allein für den Flug und für die Anreise und für den Transfer. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht, das ist uns zu teuer. Und deswegen haben wir das als individuell gebucht. Aber es geht beides. Bei individuell Anreisen ist es aber tatsächlich so, dass das Risiko bei euch liegt, falls der Flug verspätet ist, gecancelt ist oder ihr nicht pünktlich zum Schiff kommt, dann liegt die Verantwortung bei euch. Entweder noch rechtzeitig zu einem Schiff zu kommen oder zu einem anderen Hafen zu kommen. Das hatten wir tatsächlich, als wir in Kuoh-Chi-Ming-Stadt angelegt haben. Haben wir ein Paar gesehen, was morgens dann da mit ihren Koffern vorm Schiff stand. Wahrscheinlich haben sie das Schiff in Bangkok nicht bekommen und sind dann halt nach Kuoh-Chi-Ming-Stadt geflogen, um dann da auf AIDA Bella zu gehen. Ist es nicht zu eng, auch der Kabine zu viert und das kleine Badezimmer? Ja, also wir sind das tatsächlich schon gewohnt und mir macht das persönlich nichts aus. Aber es gibt natürlich sehr viele Menschen, die das nicht machen könnten, vor allem für 2 Wochen auf so einem engen Raum. Aber für mich, ehrlich zu sein, was macht man auf der Kabine? Wir gehen schlafen, da hat ja natürlich jeder sein Bett und wir waschen uns und ja, die meiste Zeit verbringen wir halt außerhalb der Kabine. Und was jetzt das Badezimmer angeht, ich bin sowieso immer allein im Bad, da ist mir egal, ob das jetzt 5 Quadratmeter oder 15 Quadratmeter groß ist. Das Bad ist halt für mich alleine und da ist mir jetzt egal, ob ich da so viel Platz habe oder auch wenn wir jetzt nur zu zweit auf der Kabine wären, das Bad wird nicht größer dadurch. Und ja, es ist natürlich ein bisschen enger, was auch jetzt mit den Koffern und mit dem Platz und so angeht, aber wir machen das seit Jahren schon so, immer zu viert auf der Kabine zu sein oder oft. Und deswegen finde ich das tatsächlich gar nicht schlimm. Und wenn ich dann bedenke, was ich spare oder was wir sparen, nur weil wir da zu viert in einer Kabine sind, ist mir das tatsächlich wert, mich da 2 Wochen in einer Kabine reinzuquetschen. Warum gerade AIDA? Ja, warum gerade AIDA? Ich habe damals, hat meine Mama gesagt, komm, wir probieren es mal und so. Und dann, das war halt meine erste Reise mit AIDA. Wäre es mein Schiff gewesen vielleicht damals, wären wir bei meinem Schiff gewesen. Aber damals war es halt AIDA und mir hat es damals gut gefallen. Und seitdem haben wir immer mehr Kreuzfahrten gemacht mit AIDA und so sind wir halt bei AIDA geblieben. Es gibt natürlich noch so gern wie, ich würde gerne mal mein Schiff testen, aber wir haben auch mit Leuten geredet auf dem Schiff und die sagen so, mein Schiff, ja, das ist halt anders als bei AIDA. Und wenn ich so die Unterschiede höre, muss ich sagen, gefällt mir doch AIDA jetzt immer noch besser. Aber man muss es halt mal selbst testen. Und es gibt die eine Fraktion, die nur auf AIDA geht. Es gibt die andere, die mein Schiff liebt. Und es gibt auch andere, die andere Reedereien mögen. Ich bin halt bei AIDA hängen geblieben, weil ich den Mix mag zwischen Casual, Entertainment. Es ist nicht so steif. Es ist nicht so, so ist ja, ist hochnäsig, ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber es ist halt lockere Atmosphäre und jeder hat Spaß und ja. Wie viel hat die Reise gekostet? Ja, das Thema Geld spielt immer eine Rolle, möchtet ihr auch mal gerne wissen. Also, und zwar haben wir einmal, habe ich ja gesagt, den Flug separat gebucht. Wir haben für den Flug bezahlt 760 Euro pro Person. Wir sind von Frankfurt nach Bangkok geflogen und über Chennai und zurück dann Direktflug von Shanghai nach Frankfurt. Das, wie gesagt, 760 Euro pro Person. Und für die Kabine haben wir pro Person um die 1.100 Euro bezahlt pro Person. Genau, also kommen wir von der Reise insgesamt ja, auf knapp 1.800, 1.900. Dann kommt natürlich sowas wie der Transfer dazu. Den mussten wir ja uns auch noch dazu buchen, jetzt in Bangkok, dass wir zum Schiff gebracht werden und auch in Shanghai zum Flughafen. Mit Transfer würde ich vielleicht sagen so um die 2.000 Euro.
Und dann, das war allein die Reise. Und wie auch wenn ihr das jetzt komplett über AIDA gebucht hättet mit Flug, würden natürlich die Ausflüge dazukommen. Ob ihr das über AIDA bucht, die Ausflüge, die wesentlich teurer sind. Also wir haben Leute da kennengelernt auf dem Schiff, die haben nochmal 1.000-2.000 Euro allein für die Ausflüge nochmal drauf gezahlt. Und wir haben die meisten Ausflüge ja individuell gebucht. Die meisten habe ich über Get Your Guide gebucht. Das seht ihr dann auch in den Vlogs. Die packe ich auch mal dann unten in die Infobox, die Links, was ich für einen Ausflug dort gebucht habe. Und mit den Ausflügen und die 2 Nächte Disneyland Hotel, Toy Story Hotel am Ende nochmal in Shanghai, wo wir insgesamt 2,5 Wochen waren mit, also das Shanghai Hotel war auch nochmal 150 pro Person für 2 Nächte plus die ganzen Ausflüge, die ich jetzt nicht komplett zusammengezählt habe, aber da kommen dann auf so schon so einen Preis von 2,5, 2,7 pro Person für 2,5 Wochen mit den Ausflügen jetzt. Genau so als Richtlinie. Und bei AIDA habt ihr das Essen dann inklusive. Und da kommt noch später die Frage dazu. Wir haben kein Getränkepaket gehabt, haben wir nicht dazu gebucht, weil wir jetzt nicht die krassesten Trinker sind, was Alkohol oder generell angeht. Man hat ja bei AIDA Getränke am Tisch. Da durfte sich auch Bier nehmen und Wein gibt es dann am Tisch beim Abend- und Mittagessen und Kaffee gibt es morgens beim Frühstück und auch Tee kann man sich selbst nehmen. Deswegen, also die Getränke beim Essen sind alle inklusive und wenn man halt sonst, oh, jetzt geht hier gerade draußen die Welt unter. Und wenn man sonst halt Cocktails will oder so, natürlich haben wir uns auch mal einen Cocktail geholt, aber das hätte den Aufpreis nicht ausgewogen. Wegen dem Getränkepaket, weil das Getränkepaket war relativ teuer auf der Reise, weil es so viele Seetage gab. Es gab 5 Seetage und der Preis richtet sich immer so nach, wie viele Tage ist man an Bord, wie viele Seetage hat man, weil man natürlich automatisch mehr trinkt, wenn man Seetage hat. Ja, so viel zu den Kosten. Wo hast du nach Ausflugszielen und Transportgelegenheiten geschaut, wenn nicht über AIDA? Meistens über Get Your Guide. Aber auch über Clock. Also für Asien, vor allem für Shanghai, habe ich auch über Clock gebucht. K-L-O-O-K. Oder halt Get Your Guide. Bei Get Your Guide gibt es auch sehr viele Möglichkeiten über Ausflüge und Transport. Da immer einfach den Hafen eingeben und das Datum und dann spuckt Get Your Guide die ganzen Möglichkeiten aus. Wann hast du gebucht? Also die Zeit von Buchung bis zur Anreise. Wir haben relativ spät gebucht, was auch unser Fehler war, weil wir wollten eigentlich eine Balkonkabine. Wir hatten ja eine Mehrblickkabine. Und wir haben halt, bei AIDA ist es ja so, es gibt die Premium-Tarife und es gibt Vario-Tarife. Und Vario ist halt immer so ein paar Monate vorher, vor der Reise, kommen halt die günstigeren Vario-Tarife, wo man dann sich jetzt natürlich nicht aussuchen kann, welche Kabine. Und man bekommt nicht täglich Wasser aufs Zimmer und so weiter auf die Kabine. Und darauf haben wir halt ein bisschen gewartet, dass der Preis noch ein bisschen runtergeht. Aber für die Reise, weil die so beliebt war, die war tatsächlich auch ausgebucht, wurden nie diese Vario-Tarife rausgebracht. Aber wir haben halt gewartet und irgendwann haben wir gesehen, oh, oder ich habe immer gesehen, oh, es gibt keine Balkonkabinen mehr. Und dann bei dem Zeitpunkt haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt buchen, weil die Reise halt so beliebt ist. Und dann haben wir halt die Mehrblickkabine gebucht und das war im November, glaube ich, letzten Jahres, Oktober, November. Wir haben relativ spät gebucht. Und die Flüge dann im Dezember habe ich dann dazu gebucht. Also wie gesagt, 2 Monate vor Reiseantritt, das war relativ spät, haben wir 2-3 Monate vorher haben wir erst gebucht. Könntest du mal einmal ein paar Daten zur Reise auflisten? Dauer, Preis, Start und Zielpunkt, Anreise. Ja, habe ich eigentlich schon jetzt fast alles. Ne? Dauer, 2 Wochen, also die reine AIDA-Reise. Preis habe ich gesagt, Start und Zielpunkt, also Start war Bangkok, Ziel war Shanghai. Und Anreise. Also wir sind mit Lufthansa und Thai Airways, mit Lufthansa von Frankfurt nach Chennai geflogen und dann mit Thai Airways nochmal von Chennai nach Bangkok. Und haben dann über Get Your Guide noch einen Shuttle gebucht, einen Transfer vom Flughafen Bangkok nach Laem Chabang, wo das Schiff halt steht. Es hat gut funktioniert, der Fahrer war ein bisschen lost am Hafen, da hat das Schiff nicht direkt gefunden, aber hat uns trotzdem gut hingebracht und ja. Würdest du diese Tour wieder machen oder die Parks einzeln anfliegen? Habe ich ja gesagt, dieselbe Tour würde ich nicht nochmal machen, weil ich nicht ein Fan davon bin, dieselbe Tour nochmal zu machen. Aber es gibt andere tolle AIDA-Touren, vor allem in Japan, die mich krass interessieren.
Aber die Parks, also Shanghai und Hongkong, würde ich das nächste Mal tatsächlich einzeln anfliegen, damit ich halt auch mehr Zeit habe noch in den Parks, weil ich sehr vieles nicht gemacht habe und mir auch gerne noch die Hotels, vor allem in Hongkong, auch anschauen möchte. Und deswegen würde ich wahrscheinlich jetzt demnächst irgendwann mal die Parks nochmal einzeln anfliegen. Aber um einmal die Parks einfach gesehen zu haben und auch noch andere Sachen während der Reise, kann ich die Tour auf jeden Fall empfehlen. Wie doll ist der Seegang? Ich werde immer reisekrank, würde aber gerne auf die Disney Cruise. Der Seegang ist natürlich abhängig von wo man fährt und auch wie groß das Schiff ist und wie das Wetter natürlich ist. Es sind viele Faktoren, die auf den Seegang natürlich einspielen. Auf unserer Reise hatten wir teilweise schon Seegang, wo wir dann auch schon so hin und her geschwankt sind an Bord. Und mir macht der Seegang halt leider zum Glück nichts aus. Es kann schwanken, wie viel es will. Mir macht das nichts aus, mir wird nicht übel oder so. Aber es gibt natürlich Leute, die da Probleme haben. Aber ich weiß, dass es dagegen Tabletten gibt und auch Pflaster. Und die helfen tatsächlich auch, soweit ich weiß. Und ja, auf unserer Reise, da das Wetter auch manchmal nicht so gut war, hatten wir halt natürlich Seegang. Und aber ich kann jetzt auch nicht sagen, also es war schon stärker. Aber das liegt da halt am Meer. Wenn ihr zum Beispiel jetzt in der Nordsee rumschippert, kann der Seegang viel stärker sein als im Mittelmeer, weil die Wellen halt im Mittelmeer generell kleiner sind als in der Nordsee zum Beispiel. Das ist halt oder der Atlantik ist auch sehr unruhiges Meer. Und im Gegensatz zu dem Mittelmeer zum Beispiel, wo die See auch mal sehr ruhig sein kann. Also ist tatsächlich schwierig zu sagen. Es gibt Meere, wo der Seegang halt weniger sein kann. Und auch auf größeren Schiffen merkt man den Seegang weniger. Also wenn ihr sagt, oh, ich werde schnell seekrank, dann testet es vielleicht auf einem größeren Schiff. Und vielleicht in einem, also wenn jetzt Disney Cruise vor allem, wenn du auf Disney Cruise willst, gibt es ja nächstes Jahr die Fantasy, die ist auf jeden Fall auch größer. Und die Mittelmeerroute, wo man dann wahrscheinlich auch gar nicht so viel Seegang hat. Die Routen von Southampton aus England kann ich mir schon vorstellen, dass da auch ein bisschen Seegang sein wird. Hattet ihr ein Getränkepaket? Habe ich schon geantwortet, nein. Wie war für dich der Seegang? Also ich finde es vor allem auch sehr angenehm, wenn man abends im Bett liegt und dann so hin und her geschaukelt wird. Wie so ein Baby in der Wiege und so. Was nur ein bisschen störend war für meine Mama vor allem, war, dass es so geknarzt hat. Wir waren ja auf der vierten Etage, im vierten Deck. Und da hat es tatsächlich bei Seegang schon ein bisschen geknarzt. Die Wände halt. Aber ich hatte Ohrstöpsel, mich hat sie nicht so sehr gestört. Ich hatte jetzt auch nie Angst, irgendwie unterzugehen oder so. Das ist ja auch immer so, viele haben Angst, wenn es dann Seegang gibt und knarzt und so, dann denken wir, okay, gleich geht das Schiff unter. Das hatte ich nie. Welches Buffet-Restaurant magst du am liebsten? Ich mochte das Marktrestaurant am liebsten, obwohl es ist halt auch das beliebteste Restaurant. Da fand ich die Auswahl immer am größten und ja, aber da war ich leider nicht die Einzige, die das so dachte. Wie ist das Entertainment-Programm an Bord? Ja, es gibt viel verschiedenes Entertainment an Bord. Es gibt, es unterscheidet sich nochmal von Seetagen zu Hafentagen. An Hafentagen ist immer sehr wenig Entertainment, weil die meisten Leute halt auch an Land gehen. Aber an Seetagen vor allem ist das Entertainment riesig. Man kann alles machen, man muss aber auch nicht. Man kann auch einfach nur da liegen und chillen. Und von Tanzkursen bis Sport-Fitness-Programmen wie Hula Hoop und Bauchbeine Po und Rückenfit und keine Ahnung, gibt's, und dann Fit for Drums, Volleyball, also Sportprogramm gibt es verschiedene. Dann gibt es auch Dart, es gibt Shuffleboard, es gibt, keine Ahnung, mit den Gastgebern, es gibt Frühglühen? Heißt das so? Auf jeden Fall gibt es verschiedene Partys, es gibt abends verschiedene Musikacts, DJs, wie gesagt Partys, Motto-Partys, natürlich verschiedene Shows, die abends im Theatrium laufen, mit verschiedenen Themen. Also die Show, also die AIDA Stars auf unserer Route waren richtig gut. Also die Sänger und Tänzer und Artisten, die waren richtig krass. Das war Nonplusultra-Entertainment, muss ich sagen. Die sind bei uns ja neu aufgestiegen und dementsprechend waren alle Shows bei uns als Premiere, weil die alle das zum ersten Mal aufgeführt haben auf dem Schiff. Und ja, also es wird einem nicht langweilig. Dann gibt es auch noch Brettspiele, die man sich ausleihen kann, eine Bücherecke. Es gibt verschiedene Vorlesungen im Theatrium an Seetagen, wo dann zum Beispiel so ein Lektor da sitzt und euch verschiedene Sachen zu den Häfen sagt. Ja, es gibt viele verschiedene Entertainment. Also wenn einem
Langweilen, also es wird da einem nicht langweilig, wenn man das nicht möchte. Man kann sich natürlich auch einfach nur hinlegen und ein Buch lesen, was ich die meiste Zeit auch gemacht habe, weil mein Buch sehr interessant war. Aber ja, es gibt so viel Entertainment an Bord. Und auch Kids, also Kids-Clubs gibt es natürlich auch, wo ihr eure Kinder reinstecken könnt und die dort auch bespaßt werden. Bekommt man seinen Pass beim Aussteigen und Stadtbesuch zurück? Ja, ich habe es auch erwähnt in der Story. Bei AIDA meistens, bei diesen langen Reisen, wo man den Reisepass auch braucht, wird der Reisepass einem abgenommen am Anfang der Reise. Und man hat nur Passkopien dabei. Und bei uns auf der Reise war es so, dass es von Hafen zu Hafen unterschiedlich war, wie wir eingereist sind. Zu jedem Hafen gab es unterschiedliche Bedingungen. Und den Pass haben wir nur einmal zurückbekommen in Taiwan. In Taiwan musste man mit dem Originalreisepass einreisen, mit Gesichtserkennung, hat aber den Pass dann am Abend wieder abgegeben dem Schiff. Ansonsten war die kompletten 2 Wochen der Reisepass bei AIDA und an Landgängen hatten wir nur unsere Kopie dabei. Das hat gereicht für die meisten Einreisen tatsächlich auch. Das heißt, nein, man bekommt nicht seinen Pass bei jedem Aussteigen ausgehändigt. Das hängt halt von Destination ab. In Taiwan, wie gesagt, mussten wir es tun. Und danach haben wir aber den wieder abgegeben. Und am Ende der Reise bekommt ihr den natürlich zurück. Merkt man den Wellengang stark an Bord, das habe ich gesagt, sind Seetage langweilig? Also für mich persönlich sind Seetage nicht langweilig. Ich mag Seetage, weil es halt echt entspannend ist. Man hat Hafentage, wo man dann viel Action hat, man muss früh aufstehen, man läuft viel. Und ich finde dann im Vergleich dann zu Seetagen, finde ich echt entspannt, dann einfach mal am Pooldeck zu liegen, nichts zu tun, ein Buch zu lesen eventuell oder einfach im Handy zu daddeln oder einfach zu schlafen, Podcast zu hören. Da finde ich ein großer Fan von. Aber wenn Leute, aber ich habe es ja eben schon gesagt, also wenn es Leute gibt, die sagen, boah, nee, so am Pool liegen den ganzen Tag ist jetzt auch nicht so meins. Es gibt genügend Programm an Seetagen von AIDA, an denen man teilnehmen kann, aber nicht muss. Also ich finde Seetage überhaupt nicht langweilig. Ihr könnt auch einfach nur essen gehen, geht auch. Wie viele Wochen Urlaub hast du vor allem? Und vor allem, wie viel verdienst du, dass du dir das leisten kannst? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich werde dir nicht beantworten, wie viel Geld ich verdiene bei meinem Job. Aber ich habe 25 Urlaubstage im Jahr. Bist du mit den Get Your Guide Ausflügen zufrieden? Jemals unwohl gefühlt dabei? Ich bin sehr zufrieden mit den Get Your Guide Ausflügen. Also, wir hatten zweimal den Fall, dass in Vietnam und auch in Shanghai, dass ich den Abholort in der App nicht angeben konnte. Also man muss den Abholort angeben, wo man abholt wird. Und in Vietnam war es tatsächlich so, dass der Hafen ein bisschen über dem Abholort war, der verfügbar war, im Preis inkludiert. Ich habe die dann einfach angeschrieben, gefragt, könnt ihr uns trotzdem abholen? Dann hieß es in Vietnam ja, für einen Aufpreis X. Was dann ein bisschen doof war, aber ich dachte, okay, komm, machen wir trotzdem. Und in Shanghai dasselbe, da hatten wir auch diesen Walking-Tour und da habe ich einfach gefragt, kann uns der Guide da und da abholen? Und da war es gar kein Problem. Ohne Aufpreis, also ja, kein Problem, der Guide holt euch dann am Terminal ab. Und ansonsten, die Guides waren immer super überpünktlich, waren immer super nett. Die Autos waren sehr modern und nicht irgendwelche Ranzautos. Wir haben immer was zu trinken bekommen, die waren immer pünktlich. Mit vielen habe ich auch dann über WhatsApp halt geschrieben. Und also ich war sehr zufrieden mit den Get Your Guide Ausflügen. Ja, also so viel dazu. Wie teuer war die Reise, habe ich beantwortet. Sind die Disneylands genauso groß wie das wie in Paris? Das gehört zur Disneyland-Frage, also es kommt dann in dem Q&A zu Disneyland. Darf man fragen, was ihr alles gezahlt habt? Habe ich gesagt, wie ist das auf so einem großen Schiff? Merkt man den Wellengang stark? Das habe ich auch beantwortet. Wie war die Reise? War die Reise anders als die vorherigen? Schon. Also vom AIDA her jetzt nicht. Auf dem Schiff ist es halt immer dasselbe. Es ist halt auch wie nach Hause kommen. Auf AIDA aber halt die Destinationen waren anders. Und ich bin großer Asien-Fan. Und deswegen fand ich schon, dass es die Reise schon sehr besonders war. Vor allem, weil wir so viele verschiedene Länder angereist haben und besucht haben. Und ja, die Länder sich natürlich trotzdem auch, weil asiatisch ist, trotzdem unterscheiden. Und deswegen fand ich die schon etwas besonderer, die Reise. Was war dein schönster Moment, Simone?
mein schönster Moment. Also mein schönster Moment war, als ich in Hongkong Disneyland war. Das habt ihr auch gemerkt in meinen Stories, da wurde ich sehr emotional. Und das war mein schönster Moment. Hattet ihr das Getränkepaket mit oder ohne gebucht? Habe ich beantwortet. Habt ihr den Hin- und Rückflug einzeln gebucht? Oder zusammen und wo? Wo über Skyscanner. Ich habe die Preise über Skyscanner verglichen und über Skyscanner gebucht. Wie ist die Einreise nach China? Was braucht man, wenn man danach noch in Shanghai bleibt? Also, wir haben kein Visum gebraucht für keins der Länder, die wir angereist haben. Shanghai hat eine Regel, und zwar die 144-Stunden-Regel. Die besagt, wenn ihr aus einem Drittland kommt, wir kamen ja aus Japan, und in ein Drittland weiterreist, in unserem Fall nach Frankfurt, nach Deutschland, dann braucht ihr kein Visum für 144 Stunden. Dürft ihr visumfrei in das Land einreisen. Wenn ihr jetzt von Frankfurt nach Shanghai und von Shanghai wieder nach Frankfurt fliegen würdet, geht es nicht. Dann braucht ihr ein Visum, weil das halt nicht von einem anderen Drittland in ein anderes Drittland ist. Was ihr machen könntet, wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt die beiden Parks besuchen, Shanghai und Hongkong, dann könnt ihr entweder zum Beispiel mit von Frankfurt nach Hongkong fliegen, von Hongkong nach Shanghai und dann von Shanghai nach Frankfurt oder halt andersherum. Dann gilt die 144-Stunden-Regel in Shanghai oder in China generell. Ja, dann braucht ihr auch kein Visum mit deutschem Pass. Es geht mit dem deutschen Pass. Ich weiß jetzt nicht, ob der Schweizer Pass da theoretisch auch reinfällt, das weiß ich jetzt nicht. Genau. Und wie die Einreise war, also wir haben unsere Reisepässe zurückbekommen, dann mussten wir am Hafenterminal dann alle raus, es hat ewig gedauert, wir mussten unsere Fingerabdrücke abgeben, Gesichtserkennung und die haben dann allen Stempel eingegeben, also es hat tatsächlich ewig gedauert am Hafen, bis alle eingereist sind. Aber ansonsten, ja, Fingerabdrücke, Gesichtserkennung und das war's. Darf man Getränkeflaschen mit aufs Schiff nehmen am Anfang oder auch nach Ausflügen? Ja, darf man. Ihr dürft so viel Getränke mitnehmen, wie ihr wollt. Außer Alkohol. Da glaube ich nur 1 Liter pro Person vom Landgang. Aber generell normale Getränke, Wasser und so dürft ihr so viel mitnehmen, wie ihr wollt. Bietet AIDA Shuttle vom Schiff in die Städte oder muss man sich ein Privattaxi nehmen? Das ist auch unterschiedlich. Auf unserer Reise wurde es gar nicht angeboten. Aber es gibt Häfen, wo AIDA... Oder nee, doch. Das war, an einem Hafen war das. In Vietnam. War das Kuschiming-Stadt? Ich glaube, es war Kuschiming-Stadt. Da war ein Industriehafen und es gibt oft Industriehäfen, da darf man halt als Passagier nicht rumlaufen. Da wird man halt dann vom Bus, vom Hafen zum Ausgang gefahren. Aber das ist nicht in die Stadt, das ist einfach nur aus dem Hafen raus, weil man als Passagier da nicht langlaufen darf, weil es ein Industriehafen ist. Generell in die Städte rein oder so kostet das immer Geld. In Japan, in Chicago gab es einen Bus von AIDA, der hat 12 Euro gekostet, der hat uns in die Stadt gebracht. Aber das meiste müsst ihr euch um euch selbst kümmern. Also wenn ihr in die Stadt wollt, es gibt in jedem Hafen gibt es Taxen, die ihr euch dann mieten könnt für den ganzen Tag, für ein paar Stunden. Schaut da, wenn ihr dort zu zweit seid, schaut vielleicht, ob ihr euch mit anderen Reisenden zusammentut, damit ihr den Preis ein bisschen drückt. Und genau, aber ihr müsst euch generell schon selbst um die Sachen kümmern. Außer ihr bucht einen AIDA-Ausflug. Was war alles inklusive? Also bei uns war die Übernachtung, das Essen in den Buffet-Restaurants und auch in den Spezialitäten-Restaurants enthalten, die Getränke am Tisch bei den Buffet-Restaurants und ja, das war's, oder? Ja, halt das Entertainment ist inklusive, Sauna oder sowas kostet extra. Ja, ich glaube, das war's, was alles so inklusive war. Wie lange waren die einzelnen Stopps und wie viel Landzeit hat man? Das ist auch unterschiedlich. Also wir hatten 2 Tage in Hongkong und 2 Tage in Shanghai mit dem Schiff. Aber es ist halt auch nicht kompletten Tag. Also in Hongkong hatten wir einen kompletten Tag. Wir sind morgens angekommen und dann bis zum nächsten Tag am Abend um 18 Uhr sind wir dann ausgelaufen. Meistens hat man so einen Tag an den meisten Häfen und meistens halt so von morgens um 8 bis abends um 18, manchmal bis 20 Uhr. Es kommt immer drauf an. Je nach Hafen wechselt das. Das seht ihr aber, wenn ihr eine AIDA-Reise buchen wollt oder eine AIDA-Reise gebucht habt, seht ihr das immer in eurem MyAIDA, wie lange ihr an welchem Hafen Zeit habt und wann ihr zum Beispiel eure Ausflüge buchen könnt über Get Your Guide und wann ihr zum Beispiel wieder da sein müsst oder ablegt, an welchen Tagen. Also es ist unterschiedlich, aber meistens so, sagen wir mal, von 8 bis 18 Uhr
habt ihr an jedem Hafen Zeit, um euch da umzuschauen. Und wie gesagt, bei uns Hongkong und Shanghai war besonders, weil wir da 2 Tage jeweils hatten. Wie zufrieden bist du mit AIDA oder findest du andere Reedereien besser? Also ich hätte schon nicht über 10 AIDA-Kreuzfahrten gemacht, wäre ich nicht zufrieden mit AIDA. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit AIDA. Wir haben jetzt noch nichts gebucht, aber es wird auf jeden Fall wieder AIDA-Reisen geben irgendwann. Und die andere Reederei, die ich bisher nur getestet habe, ist Disney Cruise, die ich auch unglaublich toll finde. Aber allein finanziell ist Disney Cruise auch mit meinem Schweizer Gehalt schon sehr, sehr teuer. Aber nächstes Jahr, ich habe jetzt vorgestern gesehen, nächstes Jahr kommt die Disney Fantasy nach Europa und nächstes Jahr ist dann wieder Disney Cruise Zeit. Auf jeden Fall, welche Reise, keine Ahnung. Aber auf der Disney Fantasy war ich noch nicht und deswegen wird auf jeden Fall nächstes Jahr eine Disney Cruise sein. Ja, ist es manchmal gruselig auf See? Nö. Also, man kann dann abends mal aufs Meer gucken und so und dann ist es halt dunkel. Aber ich finde es nicht gruselig. Ich finde es sehr entspannt, auf dem Meer zu sein, muss ich sagen. Wie bucht man eine AIDA mit Disney-Charakteren? Bei uns im Reisebüro können die das nicht. Also, ich weiß nicht, was du meinst. Meinst du, es gibt auf AIDA keine Disney-Charaktere? Erstmal dazu. Es gibt die AIDA-Kreuzfahrten und es gibt die Disney-Cruise-Kreuzfahrten. Die AIDA-Kreuzfahrten haben nichts mit Disney zu tun. In meinem Fall habe ich halt jetzt die Disney-Parks besucht. Aber wie man die Disney-Parks bucht, dazu komme ich in einem anderen Video. In dem Q&A und auch in dem, wie man die einzelnen Parks bucht. Das mache ich auch noch ein Video. Wenn du Disney-Cruise meinst, dann, ja, es kann sein, dass deutsche Reisebüros das nicht buchen können. Einfach über disneycruiseline.com. Ist leider auf Englisch, die Webseite. Vielleicht, wenn ihr kein Englisch könnt, dann Google Translate benutzen. Aber auf disneycruiseline.com könnt ihr dort die Cruises buchen. Ja, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Ist es besser, die Anreise selber zu buchen oder lohnt es sich über AIDA mehr? Also was preistechnisch angeht, lohnt es sich über AIDA überhaupt nicht. Also es ist meistens... jetzt muss ich kurz mal den Akku wechseln. Ja, also... Anreise mit AIDA. Preislich gesehen, in den meisten Fällen ist es viel teurer, als wenn ihr alleine bucht. Deswegen, vor Covid haben wir auch fast ausschließlich immer alleine gebucht. Um da aber dem Risiko zu entgehen, dass irgendwas mit dem Flug ist, machen wir meistens, wie gesagt meistens, so, dass wir einen Tag vorher ankommen, eine Nacht im Hotel übernachten und dann am nächsten Tag aufs Schiff gehen. Das haben wir jetzt diesmal nicht gemacht, weil... Nur aus dem Grund, da habe ich eben vergessen, weil wir 2 Tage in Laem Chabang standen, also in Bangkok. Und falls da hätte was sein sollen, wir verspätet gekommen wären, wir sind ja schon um 6 Uhr morgens gelandet am ersten Tag, hätten wir gesagt, okay, wir haben immer noch den 2. Tag als Puffer, falls irgendwas schief gehen sollte. Ja, was ihr bei der Anreise von AIDA natürlich habt, ihr habt Sicherheit. Wenn ihr wirklich sagt, okay, euch ist das zu heikel, ihr möchtet die Sicherheit von AIDA haben, auch wenn jetzt wieder irgendwas vorfallen sollte, Streiks, irgendwas, was halt passieren kann, dann seid ihr über AIDA versichert, ihr bekommt einen Ersatzflug, auch falls das Schiff losfährt ohne euch, bringt euch AIDA zum nächsten Hafen. Das alles habt ihr nicht, wenn ihr individuell Anreisender seid. Müsst ihr abwägen, was ihr möchtet, aber wenn ihr auch so sagt, okay, ihr möchtet vielleicht länger in Shanghai bleiben, weil ihr dann vielleicht doch irgendwie länger die Stadt erkunden wollt oder ins Disneyland wollt, dann müsst ihr halt individuell buchen, weil AIDA das nicht anbietet. Ich weiß, das ist von Sonnenklar, also wir haben einige jetzt auch auf dem Schiff getroffen, die haben bei Sonnenklar TV gebucht und die hatten eigentlich so ein Paket auch, das wurde dort angeboten bei Sonnenklar, 2 Tage vorher in Bangkok und nochmal 2 Tage danach in Shanghai. Dann ist es auch wieder so eine ganze Pauschalreise von Sonnenklar mit Anreise und da seid ihr dann auch wieder auf der sicheren Seite. Ja. Und die letzte Frage, würdest du eher Kabinen mit Fenster empfehlen, will das erste Mal eine Kreuzfahrt buchen? Also die ersten Reisen, die wir gemacht haben, damals, ich weiß noch, die erste Reise war von Dubai über Indien, dann wieder zurück nach Dubai, auch 2 Wochen, haben wir tatsächlich nur eine Innenkabine gehabt. Weil wir da auch erstmal, ich wollte es erstmal gucken und es war auch natürlich kostspielig und so weiter. Wir eigentlich jetzt immer, buchen eigentlich immer eine Kabine mit Balkon. Weil wir auch mal zu 14 und dann immer ein bisschen frische Luft und so schnappen können. Und ich mag halt auch Balkon, einmal da draußen zu sitzen, aufs Meer zu gucken. Aber wenn ihr sagt, ihr möchtet es erstmal testen,
dann kann ich euch auch sagen, in der Innenkabine ist vollkommen okay. Ihr habt natürlich kein Fenster. Das heißt, es ist immer stockdunkel, wenn ihr das Licht ausmacht. Und ihr habt keine Connection irgendwie nach draußen. Wir hatten jetzt zwar ein Fenster mit Meerblick, aber das war tatsächlich zur Hälfte verdeckt wegen meinem Hochbett. Also ich habe ja oben auf dem Hochbett geschlafen und weil das rausgeklappt werden musste, war das Fenster eh zur Hälfte verdeckt. Und ja, ich bin ja, also Meerblickkabine bin ich nicht der größte Fan von. Ich sage immer entweder Innenkabine oder Balkon. Weil so Meerblick, ja, bin ich, wie gesagt, bin ich nicht der größte Fan von. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben es jetzt halt gebucht, weil halt keine Balkonkabine mehr verfügbar war. Ja, das waren eure Fragen zur AIDA-Reise. Habe ich irgendwas vergessen? Also, die AIDA-Reise selbst kann man über AIDA. Also auf der AIDA-Webseite buchen, aber auch über Reisebüros. Und den Flug habe ich über Skyscanner gebucht. Wie gesagt, die meisten Ausflüge über Get Your Guide. Transfer auch über Get Your Guide und Clock. Also Clock in Shanghai. Und ja, ich glaube, das war's. Das waren eure wichtigsten Fragen. Und alles zur AIDA-Reise. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr die gerne unten in den Kommentaren stellen. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.